ja, wen es denn wirklich interessiert oder für wen es wichtig ist. Dann mal so ein bisschen jetzt über den Unterschied Grenzverhalten. Was ist denn ein Grenzwert wirklich? Man fängt eigentlich schulmäßig damit an, nennt das Ganze Globalverhalten. Globalverhalten, was macht einen Funktionsgraph ganz weit rechts und ganz weit links? Das hatten wir schon geklärt in der Schreibweise. Limes, ich schaue ganz weit rechts für immer größer werdende positive Werte, also gegen plus unendlich, für eine Funktion. Ich habe die jetzt nicht hingeschrieben, das ist egal, es geht nur um den Verlauf. Und wenn ihr die ganze Geschichte untersucht, dann wird oftmals dann schulmäßig geschrieben gleich. Und in diesem Falle geht es ja ab nach oben plus, also plus unendlich. Plus müsste ich eigentlich nicht hinschreiben. Dieses gleich ist eben mathematisch nicht ganz korrekt, weil die Zahl gibt es nun mal nicht. Ich könnte zu jeder Zahl immer wieder noch eine dazu addieren. Das heißt, das ist kein Grenzwert, sondern streng genommen, das habe ich auch noch mal in einem separaten Video deutlich gemacht, müsste man schreiben, für x gegen unendlich, da passiert irgendetwas, nämlich f von x nimmt immer größer werdende positive Werte an. Nur mal zum Verständnis, anders wäre es zum Beispiel bei der Funktion f von x gleich 1 durch x, und zwar nicht hier an der Stelle 0, das käme ja als Grenzverhalten noch dazu, nämlich nicht nur nach links und nach rechts, nach Minus und Plus unendlich, sondern auch bei der 0, weil ich die 0 ja nicht einsetzen darf. Ich kann also auch hier von rechts an die 0 ran und von links an die 0 ran. Ihr seht, da macht der Graph irgendetwas. Wenn ich mir aber jetzt wirklich nur das Verhalten mal für Plus unendlich anschaue, dann sollte euch hier irgendetwas auffallen, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es schon benannt habt, das ist ein sogenanntes asymptotisches Verhalten. Der Graph schmiegt sich an. Und jetzt sollte man eigentlich Folgen und Reihen vorher gemacht haben. Das macht man komischerweise auch immer weniger in den Schulen. Wenn ihr euch jetzt mal überlegt, 1, 2, 3, 4, 1000, Pünktchen, Pünktchen, 1 Million, ihr setzt immer größer werdende Zahlen für x ein. Was passiert dann mit dem kompletten Ausdruck 1 durch diese Zahl? 1 durch 2 ist 0,5. 1 durch, ich nehme mal direkt 1000, ist 0,001 und so weiter. 0,000000000. Was passiert? Das ganze Paket wird zu 0 und das wäre die Zahl, die herauskommt. Und da können wir wirklich sagen, Limes für x gegen plus unendlich für diese Funktion 1 durch x ist gleich der Grenzwert 0. Das wäre so grob die Übersicht. Vielleicht sagt ihr euch, ist mir egal. Ich will ja nur die Schreibweise haben und alles erledigen, aber das wäre mal die grobe Übersicht. Grenzverhalten nach Plus und nach Minus unendlich. Was heißt es, wenn der Graph eben nach oben geht, nach unten, von oben kommt, von unten kommt? In der Schreibweise, dass dieses unendlich hier, das was rauskommt, kein Grenzwert ist. Wenn ich aber Funktionen habe, wo bei einer Untersuchung auf ein Grenzverhalten eben eine Zahl rauskommt. Ich hänge vielleicht direkt noch ein Video nach, wo auch andere Zahlen außer 0 rauskommen, dass ihr dann seht, ja, hier haben wir einen Grenzwert.